Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Im letzten Part haben wir nichts anderes gemacht, außer zu kämpfen. Ja, ich werde versuchen, ein paar Kämpfe hier aus dem Weg zu gehen. Und irgendwas ist hier wirklich. Und der macht mich jetzt fertig, ne? There, those must be the monsters we're supposed to get rid of. Indeed, they certainly don't look like the normal fauna for this area. All right. Let's get the job done. Und die machen mich jetzt fertig, ne? Das wäre jetzt der absolute Hammer. Während des Kampfes gibt es hier eine Leitung, die noch mehr Anleitung. Kämpfe im verbundenen Zustand und füll die verbundenen Anzeige zur Gänze auf. Wenn du alle 5 Segmente der verbundenen Anzeige gefüllt hast, wirkt ein verbundenes Art, um Grenzüberschreitung zu aktivieren. Wenn ein verbundenes Art begibt sich in einen Zustand der Grenzüberschreitung. Solange Grenzüberschreitung aktiv ist, bleibt deine AZ unangetastet und Feinde bringen dich nicht ins Taumeln. Außerdem kannst du beliebig viele verbundene Arts werden. Okay. Das ist aber ein bisschen hektisch. Und ich sehe gerade, jeder hat seine vollen HP, vollen TP und so weiter und so fort. Das war noch verdammt einfach. Geil. Demon Fist. Demon Fist. Nicht dem empfängt, dem entfällt. Hör auf abzuwehren. Hätte ich mal Elvin als Partner gehabt. Okay. You okay? I can't complain. No better training than an actual battle. You got that right. Let's head back to Aladi Sea Haven and make a report. Ja. Und ich darf den ganzen Weg zurückrennen. Stiefel, okay. Bewegungsgeschwindigkeit, nehme ich mal an. Ja. Jude. Und Umhang gibt P und A Verteidigung. Kommt sie. Na gut, dann ein paar rahmschwarze Federn. Gehen wir noch ein bisschen zurück. Und dann würde ich sagen, ich mache auch Feierabend für heute. Ich habe jetzt ungefähr 6-7 Parts aufgenommen schon mal. Und ich komme an meine Grenzen. Ich merke auch, ich bin ein bisschen stiller geworden während den Kämpfen. Das tut mir auch leid. Das ist irgendwie nicht Sinn eines Let's Plays. Ja, mir ist aufgefallen, dass ich das manchmal mache, um auch mich so an das Kampfsystem, also nicht das Kampfsystem, aber an einige Sachen hier anzugewöhnen. Ich renne auch mal da rein. Oh. Luftfeuer. Das bringt natürlich sehr viel. Ich kann das auch mit den unaufgeladenen Angriff. Ja, ich habe auch mit den unaufgeladenen Angriff. Weil auch, glaube ich, so der Sinn ist. Wie sie eiskalt immer noch hier so ein Schild vor sich aufbaut. Kann ich mir die Geister und so was alles rufen? Man kann doch hier so ein Schild aufrufen, ist klar. Okay, ich glaube, ich habe alles abgeklappert hier. Ja, stimmt. Ich bin von rechts, jetzt von links gekommen. Von mir aus und ja. Mehr werde ich heute auch nicht mehr machen. Elvin hat zwar gesagt, hier ist noch eine Stadt irgendwo in der Nähe. Aber, mein Gott. Das wäre dann noch heute zu viel.
Das ist ein Sack. Was willst du eigentlich? Lass mich in Ruhe. Zack, zack, zack. Und Zerbruchschlag. Und aufsteigender Wirbel. Oder auch nicht. Was du denn? Luftfeuer. Ich glaube, 2 Kämpfe kann ich noch machen. Für die Level Ups. Ja. Boah, wie angepisst war der denn? Vergesst mal, dass ich mal 1 drücken muss. Zack. Zack und zack, zack. Genau, glaube ich, ein bisschen zu stark im Moment. Aber das sage ich ehrlich gesagt bei jedem Tales aufs Spiel. Dann kommt der nächste Boss und macht mich volle Pulle fertig. Das ist immer so. Deswegen unterschätze ich das auch nicht mehr so. Hat die gerade in der Luft? Wie geil! Die kann in ihre Luft. Die kann ihre Art in der Luft einsetzen. Wie geil! Das ist ja mal richtig, aber. So, perfekt, mit 2 Gegner sind da noch. Raffinierter Brecher. Wow, was? So, was war noch? Aua. Da waren ja alle, mein Gott. Stell mich vielleicht auch an. Schön. Du greifst immer von hinten an. Ich habe eine Idee. Verdammt. Okay, im nächsten Kampf. Dann level ich auch gleich noch die Lilium-Kugeln auf, werte ein bisschen die Shops hoch und dann beende ich den Part. So. Upsala. Mann, ist nur so ungewohnt. Verdammt, sie konnte in der Luft links einsetzen. Und zack. Ja, langsam krieg's raus. Zack. Schön. Und Jude hat jetzt auch ein Level Up. Na gut, dann gehen wir mal zur Stadt zurück, geben die Quest ab. Und boah, wie fließend der Übergang ist. Wo bist du? Hi. Wir haben Monster getötet. Verdammt viele. Die haben sich nur um diese 3 Monster Sorgen gemacht. And that's how it's done. Where that came from too. Lots of people with problems out there and gall to make them go away. You're a real pro at this, Alvin. So, was haben wir bekommen? Hey. Die Questgeberin auch voll erschreckt. Glaube ich, mir das eingebildet. Nee. Have you been eating properly? I've never eaten. Ever? Through Sylph, I drew life from the air. With Undine's power, I received sustenance from the water. What's she talking about? I guess the spirits gave her all the energy she needed. Well, now you're gonna have to nourish yourself the old-fashioned way. I see. So this is what you call hunger. Fascinating. So, should we rest at the inn? Now that you mention it, I could use some grub myself. Okay, wir müssen aber nicht erklären, wie man am Klo geht, oder? Das Auto-Objektsystem wurde freigeschaltet. Figuren, die auf automatisch gestellt sind, verwenden beim Kämpfen Objekte. Dazu müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein, die im Strategiemenü
eingestellt werden können. Den richtigen Einstellen kannst du dir einen großen Kampfvorteil sichern. Manche Objekte wurden farbwürdig eingestellt. Probiere sie aus, um dich mit dem System vertraut zu machen. Okay. Oh, 2000 galt. Und eine Objektsphäre. Ruhe dich im Gasthaus aus. Dann machen wir das dann noch. Wo ist das Gasthaus? Ach da. Okay. Dann mal gucken wir mal. Ich hoffe, jetzt kommt nicht direkt Geheimdienstauftrag. That was quite a sigh. So seriously, you guys are spying for Azul, right? What? Of course not. I've never heard of the Military Powers Act being used against anyone other than Azul spies. You're thinking too much into this. Why are you so concerned about this? Unless you're spying for Ra's al Ghul. No, no. I was just thinking that if you were spying for Azul, maybe you could use your connections to score me some high-paying intelligence work. Sorry to disappoint you, but I assure you I will pay your fee. You just have to wait a little bit longer. Fair enough. But even with your special friend discount, the interest is piling up. Ach, da waren sie bei den Freunden. Na gut. Ja, den Spruch habe ich direkt von Jade geklaut aus Tales of the Abyss. So, ich würde gerne übernachten. Und essen. Welcome. Three rooms, please. But before that, can we get something to eat? Oh, my apologies, but our cook isn't in yet. Hey, is she okay? Can we at least use your kitchen? Yes, please. Ach so, okay. Your friend looks like she's about to pass out. Sie wird das Kochen bestimmt erklärt. It really is growling. And here I thought that was just a silly human expression. Na gut. Dann macht der Doktor mal was zu essen, nehme ich an. Hey, not bad. Not bad. It's good. I quite enjoy ingesting calories with you. Humans should learn to cherish these simple pleasures. Wir sind gesuchte Verbrecher, wir haben keine Freude mehr. This might be her first time sleeping too. And apparently she never ate before today either. Who in the world is she? She claims she's Maxwell. That Maxwell? Yeah. She's apparently a spirit in physical form. Well, not just any spirit. The Lord of Spirits. Wielder of the four elements, the eldest spirit. Maxwell has many names. And now we add Mila to that list? She's supposed to be the spirit Maxwell? You gotta be kidding me. Is Maxwell really that mighty? Of course. That's why this is so hard to swallow. I grew up hearing bedtime stories about Maxwell. What in the world would a spirit like that be trying to destroy? Trying to destroy? What are you referring to? She called it a Spyrix, I think. The device from the laboratory. Hmm. Maybe I should just ask Mila about it. I don't know. You have a nasty habit of poking your nose where it doesn't belong. Your cursed curiosity made me a wanted man too, you know. Well, think hard before asking, okay? Yeah, you're right. Aber ob er wirklich fragt, werden wir erst im nächsten Part erfahren. Tschüss.